Liebe Gemeinde, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, ich begrüße Sie sehr herzlich zu unserer Andacht, in der ich noch einmal quarantänebedingt von uns zu Hause aus zu Ihnen spreche. Ich grüße Sie mit dem Wochenspruch für die neue Woche, die letzte Woche der Epiphaniaszeit. Es ist ein Vers aus dem Jesaja-Buch, Kapitel 60, Vers 2. Er lautet: Über dir geht auf der Herr und seine Herrlichkeit erscheint über dir. Das Evangelium für diesen Sonntag steht bei Matthäus im 17. Kapitel. Es sind die Verse 1 bis 9. Ich lese sie nach der Übersetzung Hoffnung für alle. Jesus ging mit Petrus, Jakobus und dessen Bruder Johannes auf einen hohen Berg. Sie waren dort ganz allein. Da wurde Jesus vor ihren Augen verwandelt. Sein Gesicht leuchtete wie die Sonne und seine Kleider strahlten hell. Dann erschienen Mose und Elia und redeten mit Jesus. Petrus rief: Herr, hier gefällt es uns. Wenn du willst, werden wir drei Hütten bauen, für dich, für Mose und für Elia. Noch während er so redete, hüllte sie eine leuchtende Wolke ein, und aus der Wolke hörten sie eine Stimme: Das ist mein geliebter Sohn, an dem ich meine Freude habe. Auf ihn sollt ihr hören. Bei diesen Worten fielen die Jünger erschrocken zu Boden, aber Jesus kam zu ihnen, berührte sie und sagte: Steht auf, fürchtet euch nicht. Und als sie aufsahen, waren sie mit Jesus allein. Während sie den Berg hinabstiegen, befahl ihnen Jesus: Erzählt keinem, was ihr gesehen habt, bis der Menschensohn von den Toten auferstanden ist. Der Herr ist mein Licht und mein Heil. Vor wem sollte ich mich fürchten? Der Herr ist meines Lebens Kraft. Vor wem sollte mir grauen? Eines bitte ich vom Herrn, das hätte ich gerne, dass ich im Hause des Herrn bleiben könne mein Leben lang. Zorn deinen Knecht, denn du bist meine Hilfe. Verlass mich nicht und tu die Hand nicht ab von mir, Gott, mein Heil. Des Herrn im Lande der Lebendigen, Harre des Gottes. Sei getrost und unverzagt und Harre des Herrn. Amen.
Der für heute vorgeschlagene Predigttext ist ein Abschnitt aus dem 2. Petrusbrief. Ich lese aus Kapitel 1 die Verse 16 bis 19, wieder nach der Übersetzung Hoffnung für alle. Petrus schreibt dort: Wir haben doch keine schönen Märchen erzählt, als wir euch von der Macht unseres Herrn Jesus Christus und von seinem Erscheinen berichteten. Mit unseren eigenen Augen haben wir ihn in seiner ganzen Größe und Herrlichkeit ja selbst schon gesehen. Gott, der Vater, hat ihm diese Ehre und Macht gegeben. Als Jesus mit uns auf dem Berg war, haben wir selber die Stimme des höchsten Gottes im Himmel gehört: Das ist mein geliebter Sohn, an dem ich meine Freude habe. Umso fester verlassen wir uns jetzt auf das, was Gott durch seine Propheten zugesagt hat. Auch ihr tut gut daran, wenn ihr darauf hört. Denn Gottes Zusagen leuchten wie ein Licht in der Dunkelheit, bis der Tag anbricht und der aufgehende Morgenstern in eure Herzen scheint. Soweit der Bibeltext. Das sind doch alles Märchen. Das kann doch gar nicht sein. Das alles mit Jesus, die Wunder und dann seine Auferstehung. Sowas gibt's doch gar nicht. Immer wieder wird so oder ähnlich formuliert: Das kann doch gar nicht sein, das sind doch Märchen. Ja, es klingt tatsächlich höchst erstaunlich, dass alles mit Jesus, dass damals so wunderbare Dinge geschehen sind, dass er vom Tod auferstanden ist, ja, dass er Gottes Sohn ist. Eigentlich kann das doch gar nicht sein. So hören wir es immer wieder von anderen Leuten und so klingt es mitunter vielleicht auch in unseren eigenen Gedanken. So erging es auch schon den allerersten Christen. Auch gegenüber Petrus, dem Jünger Jesu, wurde dies ausgesprochen und darauf antwortet er nun in seinem Brief. Leute, sagt er, auch wenn es sich vielleicht manchmal eigenartig anhört, wir haben euch keine Märchen erzählt, wir haben das alles selbst gesehen und erlebt. Und dann bezieht sich Petrus auf eine konkrete Geschichte, und zwar auf die Geschichte, die ich vorhin gelesen habe, die davon berichtet, dass Jesus auf einem Berg verklärt wurde, in einer merkwürdigen Erscheinung mit Mose und Elia und mit einer Stimme, die vom Himmel zu hören war. Klar, das klingt alles total eigenartig, das weiß Petrus. Aber wir haben es erlebt. Wir haben das echt erlebt. Petrus weiß, es ist passiert. So wie er auch weiß, dass die anderen Dinge passiert sind, die Wunder Jesu und vor allem seine Auferstehung. Petrus weiß tief in sich drin, dass Jesus lebt, dass er Gottes Sohn ist, dass er lebt und dass er immer noch handelt. Und das manchmal anders, als wir es eigentlich für möglich halten. Petrus weiß, dass das mit Jesus stimmt, denn er hat es selbst erlebt. So war das mit Petrus und so ist es auch bei uns, den Christen von heute. Wir können niemandem mit herkömmlichen Mitteln beweisen, dass Jesus lebt, dass er bei uns ist, dass er in uns wirkt und dass er für uns handelt. Wir können es nicht beweisen, aber wir können davon erzählen. Wir können davon erzählen, wenn wir seine Gegenwart spüren, wenn wir merken, dass wir mit Trost oder mit neuer Freude oder mit neuer Kraft erfüllt werden. Wir können davon erzählen, wenn Dinge geschehen, bei denen wir den Eindruck haben, hier hat er die Hand im Spiel. Wir können davon erzählen, so wie es Petrus gemacht hat. Und wenn wir dies tun, dann können wir wie Petrus andere Menschen zum Glauben an Jesus einladen oder sie in ihrem Glauben bestärken. Doch auch uns selbst kann es helfen, wenn wir uns an das erinnern, was Gott bereits in unserem Leben getan hat. Eigene Erinnerungen oder die Erlebnisse anderer Menschen, ja, sie können uns helfen. Auch und gerade in schweren Zeiten, in Zeiten, die dunkel sind, in denen wir den Eindruck haben, dass Gott vielleicht weit entfernt ist. Die Erinnerungen an das, was Gott bereits getan hat, sind manchmal wie kleine Lichter, die in die Dunkelheit hineinstrahlen.
Erinnerungen an eigene Erlebnisse, Erfahrungen, von denen andere Leute berichten und natürlich auch die Erinnerungen, die Menschen in der Bibel aufgeschrieben haben. Die Geschichten, die sie mit Gott erlebt haben und die Worte, die er zu ihnen gesprochen hat. Diese Worte, die Worte der Bibel können auch uns zu Lichtern werden. So schreibt es auch Petrus am Ende des eben gelesenen Abschnittes. Ich wiederhole diesen letzten Satz noch einmal. Gottes Zusagen leuchten wie ein Licht in der Dunkelheit, bis der Tag anbricht und der aufgehende Morgenstern in eure Herzen scheint. Ich wünsche uns, dass wir auch jetzt immer wieder kleine Lichter entdecken, in den Versen der Bibel oder auf andere Weise, kleine Lichter, die uns Gottes Nähe zeigen, durch die er uns tröstet und uns neue Kraft und Freude schenkt. Amen. Lasst uns beten. Herr Jesus Christus, du bist das Licht der Welt. Daran dürfen wir glauben. Wir bitten dich, mach es hell in unserem Leben. Lass uns erkennen immer wieder, du bist da, auch wenn wir dich nicht sehen. Hilf uns durch diese Zeit hindurch. Gib uns bitte die Hilfe und die Kraft, die wir brauchen. Lass deine Freude und deinen Frieden in uns wachsen. Darum bitten wir dich. Amen. Der Herr, unser Gott, er segne dich und er behüte dich. Er lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Er erhebe sein Angesicht über dir und gebe dir seinen Frieden. Amen.